So, die Panne. Die Panne kam jetzt tatsächlich von mir, habe mich nicht entmutet. So, jetzt wollen wir aber doch starten hier miteinander. Ihr merkt, im Moment hakt da irgendwo etwas. Und jetzt ist sie da, die Folie. Und mit der möchte ich euch ein wenig allein lassen. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben ihre Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Matthäus 8, Vers 18 bis 22. So, nochmal. Dankeschön, Rahl, dass du uns den Bibeltext vorgelesen hast. Letzte Woche hatte Michael uns das, was davor passiert ist, sehr gut dargestellt, was dann dort alles los gewesen ist. Jesus hatte die Bergpredigt beendet und er kommt jetzt runter vom Berg und viele Leute folgen ihm. Eine große Volksmenge um ihn herum. Und auf einmal öffnet sich da wahrscheinlich eine Gasse bis hin zu Jesus, weil da jemand kommt, den niemand anfassen möchte. Der Aussätzige, der Leprakranke, den niemand berühren will und niemand berühren darf. Und der schreit zu Jesus: Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Und Jesus will. Und er berührt ihn. Und der Aussätzige wird gesund. Da kommt schon von der anderen Seite ein römischer Hauptmann an. Auch jemand, den man als Jude nicht so gerne berühren möchte oder mit dem man Kontakt haben möchte. Und er bittet Jesus: sprich nur ein Wort, gib du einen Befehl, damit mein Knecht, der krank ist, wieder gesund wird. Und Jesus will schon mit ihm gehen und er sagt: nee, brauchst du gar nicht. Also ihn brauchst du gar nicht anfassen. Reicht, wenn du ein Wort sagst, dann wird er gesund. Und Jesus sagt, und er wird gesund. Da kommt Jesus in das Haus von Petrus. Und dort sieht er die Schwiegermutter krank liegen, sie hat Fieber. Und er nimmt ihre Hand und sie wird gesund. In dem ersten Teil von Kapitel 8 einige Wunderheilungen, die uns ausdrücklich beschrieben werden. Und mittlerweile ist es Abend geworden und es werden immer noch Leute zu Jesus gebracht. Leute, die von bösen Geistern besessen sind. Und Jesus heilt sie und treibt diese bösen Geister aus. Und es werden kranke Menschen zu ihm gebracht und dort steht, er heilte alle Kranken. Er heilte alle Kranken. Und dann
kommt dieser Abschnitt, den wir hier sehen. Und wenn ich in eine Predigtvorbereitung hineingehe, dann mache ich es so, wie Rahl das auch schon angedeutet hat, sie guckt mal rein und liest sich diesen Text durch. Okay, verstehe ich da was oder was verstehe ich da nicht? Und ich schreibe mir diese Fragen auf und dann lese ich mir den Text noch einmal durch und dann kommen vielleicht noch mal ein paar Fragen. Und dann lese ich mir den Text noch mal durch, da kommen ja noch mehr Fragen oder so. Ich weiß gar nicht, hat von euch vielleicht jemand spontan eine Frage an diesen Text? Oder alles klar? Da hätte ich mir die ganze Mühe ersparen können, hier, diese Stunden in dieser Woche hier. Ja. Ja, genau, ich wiederhole das nochmal, damit alle das mitbekommen. Die Schriftgelehrten wollten normalerweise nichts mit Jesus zu tun haben. Was wollte dieser denn jetzt auf einmal? Ja. Diese Fragen habe ich mir alle aufgeschrieben. Warum steht dieser Abschnitt in diesem Zusammenhang? Warum will Jesus an das andere Ufer fahren? Warum wird hier ein Schriftgelehrter aufgeführt? Was ist denn überhaupt ein Schriftgelehrter? Was sagt der Schriftgelehrte und was sagt er nicht? Was bedeutet die Antwort von Jesus? Warum sagt er ihm das? Warum wird hier nichts von der Reaktion des Schriftgelehrten gesagt? Warum wird der zweite Mann als Jünger bezeichnet? Was macht ihn als Jünger aus? Ja, und was ist denn überhaupt ein Jünger? Was drückt seine Bitte aus? Was will Jesus dem Jünger sagen? Und warum wird auch von der Reaktion dieses zweiten Mannes nichts gesagt? Ich werde jetzt hier nicht diese 12 Fragen durchgehen, der Reihe nach und versuchen, sie zu beantworten. Aber wir werden uns selbstverständlich mit dem Text beschäftigen und dabei eben auch viele Dinge besprechen, die so manche Antwort auf diese Fragen geben, aber eben auch uns zeigen können, was wir davon lernen können. Deswegen gehen wir zurück zu dem Bibeltext, den wir hier haben. Wir haben jetzt eben gemerkt, auch wenn wir das in diesen Zusammenhang bringen miteinander, das muss ein ganz schön langer Tag für Jesus gewesen sein. Erst einmal hat er so lange gepredigt und dann ist er dann runtergegangen vom Berg und dann hat er noch viele Leute gesund gemacht. Einige wurden einzeln aufgeführt und ganz viele dann eben überhaupt gar nicht. Jesus hat einen echt langen Tag gehabt und er will jetzt wahrscheinlich Feierabend machen. Und eben auch so mit einem Endergebnis, als alle Kranken geheilt wurden. Ich glaube, jeder Arzt, der am Abend sagen könnte, alle Patienten, die ich heute behandelt habe, sind gesund geworden. Da könntest du so einen dicken Haken hintermachen. Das wäre ja echt die Erfüllung seines Traumberufes, den er dort nachfolgt und dem er dort nachgibt. Jesus hat also viel gearbeitet, hart gearbeitet, das hat ihn auch Kraft gekostet und jetzt will er sich vielleicht zurückziehen. Also tatsächlich, Feierabend machen. Es ist ja schon Abend geworden und dann nimmt er die große Volksmenge da, oh, die sind ja immer noch da. Ne? Haben die kein Zuhause, würden wir dann so lapidar und locker sagen. Und er sagt seinen Jüngern, Jungs, kommt, wir wollen ans andere Ufer übersetzen. Und vielleicht will er tatsächlich sich ausruhen, zur Ruhe kommen, denn in Vers 24, da lesen wir auch, das geht so ein bisschen über unseren Text hinaus, dass er im Boot geschlafen hat. Also hat er wohl auch das Ausruhen, die Ruhe auch dringend nötig gehabt. Aber bevor es soweit kommt, bevor er dann eben überhaupt in das Boot steigen kann, da drängelt sich einer durch die Menschenmenge, für den werden sie wahrscheinlich nicht so den Weg breit gemacht haben, wie für den Aussätzigen oder für den römischen Hauptmann. Und er kommt zu ihm und das ist ein Schriftgelehrter. Und er kommt zu ihm und er spricht ihn an. Und eine meiner Fragen war ja auch, was ist denn überhaupt ein Schriftgelehrter? Und dann sitzt du da in der Predigtvorbereitung und dann holst du deine dicken Wälzer nach. Ja, tatsächlich, ich greife noch zum Buch in Papierform.
Wurde ich auch ermutigt durch die Buchmesse, die gerade im Moment stattfindet. Aber natürlich kann man auch im Internet nachschauen und dann gucken, was man da so findet. Und dann kann man da teilweise Seiten lesen über alles das, was denn die Schriftgelehrten machen. Und dann fiel mir eine kleine Fußnote in meiner Bibel auf. Die Schlachterbibel. Und dort steht dann in Kapitel 2, Vers 4, eine Fußnote, wo das erste Mal Schriftgelehrte im Matthäusevangelium aufgeführt werden, mit einem Satz. Die Schriftgelehrten waren mit der Abschrift, der Erforschung und der Auslegung der Heiligen Schriften des Alten Testaments betraut. Die Schriftgelehrten waren mit der Abschrift der Heiligen Schriften, ihrer Erforschung und der Auslegung betraut. Das war ihre Aufgabe. Jetzt heißt es hier zwar des Alten Testaments, damit wir das besser verstehen, aber die Juden hatten natürlich noch kein Altes Testament. Da haben sie bis heute nicht, weil sie ja auch dem Neuen Testament nicht glauben und nicht folgen wollen. Aber zu diesen Gesetzen, die sie von Mose bekommen haben, haben sie noch eigene hinzugetan, haben die dann versucht auch zu erklären, wie man sie umsetzen kann, wie man sie leben kann. Und dann haben sie darauf geachtet, dass man diese Regeln auch befolgt. Das waren die Schriftgelehrten. Und ja, wir wissen, das hat, glaube ich, auch die Frage von John auch so ein bisschen beinhaltet, dass Jesus immer wieder in Konflikte gekommen ist mit den Schriftgelehrten. Da hat es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, weil sie die Schriftgelehrten sagten, nee, das kann nicht alles so richtig sein, was der da sagt. Aber im Matthäus-Evangelium war das zumindest bis zu dieser Stelle noch nicht der Fall gewesen. Sie werden, wie gesagt, einmal in Kapitel 2 erwähnt, dann werden sie später auch nochmal erwähnt, wo Jesus zu dem Volk predigt, eben oben auf dem Berg und den Leuten dann sagt, eure Gerechtigkeit muss höher sein als die der Schriftgelehrten. Obwohl die Schriftgelehrten doch die Fachleute waren, die Spezialisten, die Theologen, eure Gerechtigkeit muss höher sein, sonst könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Und ganz am Ende der Bergpredigt, als er fertig geworden ist, da lesen wir am Ende von Kapitel 7 einen Vergleich von Jesus und den Schriftgelehrten. Hat er nicht selbst gemacht, sondern das berichtet Matthäus dann hier. Die Leute waren erstaunt, Kapitel 7, Vers 29, waren erstaunt über die Lehre von Jesus, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Wenn wir also das Wort schon in gesetzlicher Art und Weise dann verkünden, wenn uns die Forschung und die Erkenntnisse über grammatikalische Zusammenhänge und andere wichtiger sind, dann ist das nicht mehr tatsächlich von innen heraus, dann steckt da nicht mehr eine Vollmacht drin, die eigentlich in solchen Worten liegen sollte. Jesus lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und jetzt kommt genau so jemand, einer dieser Schriftgelehrten, zu Jesus. Und er scheint ja fasziniert zu sein von dem, was er dort auch erlebt hat, von dem, was er gesehen hat, was er gehört hat. Und für ihn steht die Entscheidung fest, ich will dir nachfolgen, Meister. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und eigentlich hatte ich mir den Einstieg heute so vorgestellt, dass zunächst noch gar nichts gesagt wird, sondern einfach nur dieser Satz, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, an die Leinwand geworfen wird. Und dass ihr euch das anschaut. Und jetzt will ich euch fragen, was ist euch da durch den Kopf gegangen? Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Hat dich das beschäftigt, hat dich das bewegt? Habt ihr das auch schon mal zu Jesus Christus gesagt? Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das ist eine hundertprozentige Hingabe. Ich gehe dir hinterher. Und das kommt jetzt von einem Schriftgelehrten. Hast du das schon mal zu Jesus gesagt? Vielleicht hast du das nicht gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast das bestimmt schon mal
gesungen. Ja? Auch heute Morgen waren da auch Lieder dabei, Meister und du bist über alles und mein ganzes Leben lang und alles will ich dir geben und überhaupt. Ja? Das sind schöne Texte, die sich dann eben auch auf den biblischen Inhalten aufbauen. Aber wir müssen teilweise ehrlicher werden oder uns vielleicht auch bewusster werden über das, was wir dort singen und damit aussagen. Denn das könnte ganz schön gefährlich werden, wenn wir auf einmal gefordert werden, das auch tatsächlich so umzusetzen. Eine hundertprozentige Aussage, wohin du gehst, wohin du auch immer gehst, ganz egal wie, wann, wohin, was, ich folge dir nach. Warum kommt jetzt ein Schriftgelehrter? Und warum sagt er so etwas? Was treibt ihn an? Was motiviert ihn? Und es wird uns hier nicht gesagt in diesen Ausführungen, in diesem kurzen Text, aber vielleicht hilft uns die Antwort von Jesus, das so ein bisschen besser zu verstehen. Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester oben in den Bäumen, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das hat der Rahl ja am Anfang auch schon zitiert aus unserem Bibeltext heraus. Selbst wilde Tiere haben Rückzugsorte, aber Jesus hat kein Zuhause. Jesus hat kein Zuhause. Vielleicht erhoffte sich dieser Schriftgelehrte, er könne sich im Glanz dieses neuen Sterns am gelehrten Himmel sonnen und könnte davon profitieren. Der, der so vollmächtig redet und so wunderbare Dinge macht, vielleicht kann ich davon profitieren. Vielleicht hat er sich davon auch eine glanzvolle Karriere versprochen, unter der Anleitung, unter der Ausbildung eines solchen genialen Rabbis. Wir wissen das nicht, wir können das nur vermuten, der Text sagt uns das nicht. Aber das können wir eben nur vermuten, weil Jesus ihm diese Antwort darauf gibt. Und er verwendet hier den Begriff Sohn des Menschen oder Menschensohn. Und das ist ein Hinweis, den wir aus dem Alten Testament haben. In Daniel wird das gesagt, Kapitel 7, wo der Sohn des Menschen ein Hinweis auf den Messias ist. Und eine meiner Fragen, die ich vorhin hatte, wir gucken da nochmal gerade rein, war: Was sagt der Schriftgelehrte und was sagt er nicht? Da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um mal auch so ein bisschen zu erkennen, worum geht es denn da und was will er. Er hat nicht gesagt, jo, du bist der Messias. Du bist der, der kommen soll, der schon so lange verheißen ist in unseren alten Schriften. Und du bist jetzt der wirklich der Sohn Gottes, der uns erlösen will. Er hat die wahre Identität von Jesus, von diesem Meister, von diesem Lehrer nicht erkannt. Und deshalb sind seine Motive nicht richtig. Deshalb muss Jesus ihm aufzeigen, dass das, was er sich wünscht, was der Schriftgelehrte sich wünscht, so nicht in Erfüllung gehen kann. Das Leben, das du dir vorstellst, mein lieber Schriftgelehrter, bekommst du bei mir nicht. Wir erfahren nicht, was der Schriftgelehrte nun gemacht hat, wie es mit ihm weitergegangen ist, ob er noch in der Nachfolge Jesu geblieben ist oder ob er sich da zurückgezogen hat. Wir müssen eher von dem Zweiteren ausgehen, denn schließlich hat er ja auch einiges in seinem Leben jetzt zu klären gehabt. Kann Jesus endlich ins Boot steigen? Nein, da kommt noch einer um die Ecke geflitzt. Und wir gehen zurück zu unserem Text und da wird gesagt, ein anderer seiner Jünger, der kommt. Und wenn wir das hier auch so lesen, ein anderer seiner Jünger, wieso heißt das denn ein anderer seiner Jünger? War der Schriftgelehrte auch schon einer seiner Jünger? Das nochmal so ergänzend vielleicht auch dazu. Auf jeden Fall war der Schriftgelehrte jemand, der auch schon eine ganze Weile mit bei Jesus gewesen ist und der sich sehr wohl eine Vorstellung machen konnte, was Jesus denn alles so gemacht hat und weshalb er auch diese Entscheidung getroffen hatte, ihm eigentlich nachfolgen zu wollen. Ein anderer seiner Jünger. Was ist denn jetzt nun ein Jünger?
kann man auch wieder viele Seiten wälzen und lesen oder im Internet dann auch nochmal versuchen nachzufolgen. Ich habe wieder eine Fußnote gefunden in meiner Bibel. Kapitel 8, Vers 21, ein anderer sei der Jünger. Und dann steht da unten, ein Jünger war ein Schüler, der seinem Meister nachfolgte und ihm diente. Punkt. Ganz einfach, oder? Ein Jünger war ein Schüler, der seinem Meister nachfolgte und ihm diente. Und das hat dieser Mann anscheinend getan. Die 12 Jünger, die gab es noch nicht. Ich glaube, die Berufung der 12 Jünger kommt, glaube ich, erst ein bisschen später. Oder das habe ich jetzt gar nicht so nachgeschaut. Einige Leute hatte er schon in seiner Nachfolge, unter anderem Petrus, sonst wäre er ja nicht bei ihm zu Hause gewesen, zum Beispiel. Aber auch dieser Mann wird eben dann schon zu diesem größeren Jüngerkreis gehören. Und ist eben auch zu Jesus gekommen und er spricht ihn an. Und das, was er zu ihm sagt, Herr, erlaube mir zuvor, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das klingt so ganz anders als das, was der Schriftgelehrte mit dem Brustton der Überzeugung zu ihm sagte, ich will dir folgen, wohin du auch immer gehst. Herr, erlaube mir zuvor. Und dann, ja, dann bin ich dabei. Volle Lotte. Ja, dann werde ich dir nachfolgen und dann werde ich auch das sagen können, was der Schriftgelehrte dort formuliert hat. Wobei, ich werde es besser machen, weil er hält es ja gar nicht ein. Alle Spekulationen wissen wir nicht, weil uns das jetzt in diesem Text auch nicht gesagt wird. Aber dieser Mann ist auch bei Jesus gewesen und er hatte auch schon viele sensationelle Dinge gesehen, diese Wunder und auch ganz tolle Lehren und Auslegungen des Wortes Gottes gehört. Und er wusste, dass er hier eigentlich richtig war. Aber er stellt fest, ist das alles? Ich hab ja noch ein anderes Leben. Und da muss ich erst noch mal was regeln. Da muss ich erst noch mal was klären. Und deshalb sagt er dann auch das hier weiterhin, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen. Naja, eigentlich geht er nicht hin, sondern er geht eher zurück. Lass mich erst zurück nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Und da denken wir ja auch, er tut seine familiäre Pflicht. Als Sohn dem Vater gegenüber. Aber was meint er wirklich damit? Was meint er damit? Wir haben eigentlich Verständnis für ihn und wundern uns dann über die Antwort von Jesus. Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. So schroff die Antwort. Warum antwortet Jesus so hart? Das ist doch nicht Jesus, oder? Alles, was wir von Jesus sonst kennen, seine Liebe, seine Anteilnahme, seine Fürsorge, seine Empathie, das liegt alles nicht in dieser Aussage drin. Warum sagt Jesus so etwas? Auch hier gilt wieder, dass Jesus menschliche Absichten, die zunächst nachvollziehbar sind, korrigieren muss. Warum? Sie stimmen nicht mit den göttlichen Absichten überein. Und das, was sich so anständig und so selbstverständlich anhört, das war wahrscheinlich gar nicht so. Wir können davon ausgehen, dass der Vater dieses Mannes noch am Leben war. Denn wir müssen daran denken, allein aus klimatechnischen Gründen, aus hygienetechnischen Gründen war es damals so, dass eine Beerdigung noch am selben Tag erfolgt ist. Das konnte man nicht lange hinausziehen. Man hatte keine Möglichkeit, den Leichnam noch in ein Kühlhaus zu bringen und ihn dort für ein paar Tage aufzubewahren, sondern das musste ziemlich schnell passieren. Und ich denke mal, wenn diesem Mann tatsächlich die Nachricht erreicht hätte, du, dein Vater, der ist gestorben, dann hätte er sich noch nicht mal die Zeit genommen, um zu Jesus zu gehen. Erlaube mir zuvor, hinzugehen, zurückzugehen
und meinen Vater zu begraben, sondern er wäre einfach gegangen und hätte seine Pflicht dann auch erfüllt damit. Sein Anliegen war wohl vielmehr, dass er zu Hause bleiben wollte, solange sein Vater noch lebte und dann natürlich, wahrscheinlich war er schon älter, irgendwann würde das kommen und wenn er dann versterben würde, dann würde man ihm auch ein vernünftiges Begräbnis machen und dann könnte er auch das Erbe antreten. Und dann ist das zuvor zu Ende und er kann kommen und zu Jesus gehen und ihm nachfolgen. Aber dem stellt Jesus sich jetzt entgegen und er sagt, folge mir nach, und zwar jetzt. Ich habe gesehen, dass Rahl die Neues Leben Bibelübersetzung hat. Da habe ich dann nämlich gefunden, die interpretieren ja schon mit diesen moderneren Übersetzungen dann auch so ein bisschen, und da wird dieses so ausgedrückt, statt folge mir nach steht jetzt, komm jetzt gleich mit mir, Ausrufezeichen. Also sie beschreiben das schon in diese Richtung. Und dann geht es auch noch weiter, die nicht nach Gott fragen, sollen ihre Toten selbst begraben, sollen selbst für ihre Toten sorgen. So steht es hier. Die nicht nach Gott fragen, sollen selbst für ihre Toten sorgen. Die nicht nach Gott fragen, sind geistlich tot. Und die sollen sich darum kümmern. Aber das ist nicht deine Sorge, sondern du sollst mir nachfolgen. Wenn Jesus in die Nachfolge ruft, dann gilt es, ihm zu folgen und zwar sofort und ihm gehorsam zu sein. Man kann nicht zuerst sein komplettes eigenes Leben regeln und alles für die Zukunft klären wollen. Ja, so sind wir ja in unterschiedlichen Stationen in unserem Leben. Na, erst mache ich die Schule zu Ende, dann kann ich zu Jesus sagen. Na, ich mache jetzt erstmal ein Studium oder eine Ausbildung. Oder ich will jetzt heiraten. Oder wir wollen dann Kinder bekommen, eine Familie gründen. Und wir wollen ein Haus bauen und wir wollen dann dies und jenes. Und dann, das ist nicht Jesus. Und das ist nicht Nachfolge. Das wäre immer wieder diese Bitte, die fast eine entschuldigend, erlaube mir zuvor. Und Jesus, du wirst doch wohl Verständnis haben dafür, dass ich das zuerst erledigen muss, bevor ich dann kommen kann. So funktioniert das mit Jesus nicht. Denn Jesus sagt, komm jetzt gleich mit mir. Bei diesem Jünger, da hat die Nachfolge Jesu nicht die erste Priorität, nicht die höchste. Bei diesem Jünger, da ist die Nachfolge Jesu nur eine von vielen Sachen die in seinem Leben und steht da nicht ganz oben an der Spitze, wie es eigentlich sein müsste. Aber Jesus hat den Anspruch an uns, dass er die absolute Nummer eins in unserem Leben sein will und die absolute Nummer eins in unserem Leben ist. Alles andere, was in unserem Leben sich abspielt und passiert, hat sich danach auszurichten. Und alle Entscheidungen, ich glaube, das ist etwas, was wir auch hier mitnehmen können und lernen dürfen, sollten wir mit ihm besprechen und ihn fragen, was er will. Ja, nicht das, wenn es morgens darum geht, ob ich mir nun Marmelade oder Nutella aufs Brötchen schmiere oder was ich heute anziehe oder andere Dinge, sondern wirklich, wo es auch darum geht, beeinflusst das mein Leben, beeinflusst das auch meine Beziehung zu Jesus, diese Entscheidungen mit Jesus zu treffen, ganz bewusst mit ihm zu treffen oder uns auch von ihm sagen zu lassen. Wie ernst nehme ich die Nachfolge Jesu? So habe ich jetzt die Predigt letztlich überschrieben mit dieser Frage. Was bedeutet mir die Nachfolge Jesus? Was lasse ich sie mir kosten? Begeisterung allein, das reicht nicht aus. Das haben wir bei dem Schriftgelehrten gesehen. Nachfolge ist aber auch nicht nur eine von vielen Sachen in meinem Leben, sondern, das haben wir bei dem Jünger gesehen, sondern Jesus fordert uns auf, uns für ihn zu entscheiden und ganze Sache mit ihm zu machen.
Das ist das, was wir mitnehmen können aus diesen Begegnungen zweier Menschen mit Jesus. Auch nicht auf Sicherheiten zu bauen, was Rahel am Anfang dann betont hat und hier rausgenommen hat, sondern uns ganz auf Jesus zu verlassen. Und dieses Beispiel mit der Waschmaschine, ja, wir haben eine Möglichkeit, weniger eine Gebetserhörung zu erleben, weil wir brauchen Jesus in dem Moment gar nicht. Andererseits hat er uns aber auch schon wiederum versorgt. Wir können ihm aber auf jeden Fall dankbar sein, dass er uns dann die Möglichkeit gibt, dass wir die Waschmaschine auch gleich bezahlen können. Und ich will euch auffordern, ich fordere euch auf, eben diese Frage, wie ernst nehme ich? Und damit meine ich wirklich jeden Einzelnen persönlich, wie ernst nehme ich die Nachfolge Jesu in meinem Leben? Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Jesus? Was darf es mich kosten, ihm nachzufolgen? Mache ich ganze Sache mit ihm? Dass wir unsere Beziehung zu Jesus immer wieder neu überfragen, auch hinterfragen, auch korrigieren, wenn da Dinge nicht in Ordnung sind, damit wir eine saubere und reine Beziehung mit ihm haben. Und das wünschen wir uns für uns selbst. Und wenn wir uns als Gemeinde wünschen, da voranzugehen, wenn wir neu belebt werden wollen, und da wird von ein Begriff wie Erweckung verwendet, dann ist das etwas, was bei dir und bei mir persönlich anfängt. Und je ernster wir uns die Nachfolge Jesu nehmen und er die Nummer eins ist, wird sich das in unserem persönlichen Leben bemerkbar machen. In unserem persönlichen Umfeld, Familie, Nachbarschaft, Arbeitsstelle, Kollegen, Freunde, wird das aber auch Kreise ziehen in der Gemeinde. Und wir werden merken, dass wir ihm näher kommen und dass wir gemeinsam mit ihm unterwegs sind. Willst du Jesus ernsthaft nachfolgen? Wie ernst nehme ich die Nachfolge Jesu? Amen.